Liebe Zuschauer, heute spreche ich mit Raphael Hauptmann. Der hat was ganz Besonderes erlebt, nämlich eine Hausdurchsuchung. Und ja, da kann er uns gleich mal erzählen, was ist denn da genau vorgefallen? Was hat man Ihnen vorgeworfen? Die Hausdurchsuchung war ja nicht nur bei Ihnen, sondern eben auch bei Kollegen aus der Jungen Alternative. Wir sind gespannt. Ja, erstmal kurz vorbereitet. Ja, es war relativ, wie soll ich sagen, eindrucksvoll, was die Bayerische Polizei doch noch zustande bekommt. Ich war mit einigen Freunden in Alternative Bayern an einer Kunstaktion beteiligt. Wir haben die Opfer der unkontrollierten Masseneinwanderung mit Kreide vor der CSU-Landesleitung niedergeschrieben. Also es handelt sich wirklich um ganz normale Kreide mit wasserlöslichem Kunstblut. Und ein bisschen Aktionismus, ein bisschen Kunst, um die Leute eine Woche vor der Landtagswahl aufzurütteln, damit man da eigentlich wählen. Und infolgedessen wurde dann am Wochenende vor der Landtagswahl, Freitag, in einem konzentrierten Zugriff mehrere Wohnungen durchsucht. Also da waren bei keinem weniger als 4 Beamten vor Ort. Weil jemand ist die Tür zum Bruch gegangen und es war also von der Verhältnismäßigkeit wirklich nicht mehr im Rahmen. Und da wurde dann eben durchsucht, unsere Kommunikationsmedien wurden beschlagnahmt, um quasi den ganzen Fall aufklären zu können. Das Interessante dabei ist, wir hatten ja bei dieser Aktion keine Masken, wir hatten unsere Sakkos an mit Krawatte, dann hier vor der Landesleitung, da hat schon ungefähr 15 Kameras. Also es gab überhaupt keinen Grund, ja, außer das sogenannte öffentliche Interesse, das der Staatsanwalt anscheinend gesehen hat. Und natürlich, um auch zuletzt zu versuchen, die AfD vielleicht aussehen zu lassen, da ich ja auch als Landtagskandidat kandidiert habe. Und ja, ich denke, das ist ihnen auf die Füße gefallen. Mittlerweile sind auch die Beamten relativ kleinlaut, was das angeht. Es wurden eben auch Kommunikationsmittel des Deutschen Bundestags beschlagen haben. Das ist ja eine ziemlich harte oder unverhältnismäßige Vorgehensweise, die Sie da, denke ich, auch zu Recht kritisieren. Wenn man im Vergleich dazu sieht, was bei linken Aktivisten oder man denke an die Aufregung um das Block Netzpolitik ORG, den Landesverrat vorgeworfen wurde, da ist dann der Justizminister persönlich eingeschritten und hat dafür gesorgt, dass es da bei der Generalbundesanwaltschaft eine personelle Veränderung gab. Sind die Geräte, die beschlagnahmt geworden sind, kann man das irgendwie beziffern, in welchem Wert, welche Werte kann man sich darunter vorstellen? Waren Handys, iPhones, da kommt schon einiges zusammen. Und sind die auch mittlerweile wieder zurückgegeben worden? Ja, das hat eine ganz interessante Komponente, daher ja, dass Bundestagsgerätschaften waren, auch bei Freunden von mir, die ebenfalls für Bundestagsabgeordnete arbeiten, die eben auch viele Verschlussdokumente enthalten, mit denen die Bayerische Staatsanwaltschaft eigentlich nichts zu schaffen hat und auch auf den Beschluss selbst auch gar nicht draufstand, dass Laptops beschlagnahmt werden dürfen. Das war immer nur die Rede von externen Speichermedien. Kamen zumindest die Bundestagsutensilien relativ schnell wieder zurück. Die haben wir uns unterhalten. Und es geht auch gar nicht so sehr um den finanziellen Wert. Mein Handy von 200 bis 500 Euro reden wir da an Kosten. Das ist nicht das Problem. Das größere Problem ist vielmehr, wozu braucht denn die Staatsanwaltschaft, und wir reden ja hier von der Bayerischen Staatsanwaltschaft, die ist ja jetzt nicht kontrolliert durch die Piratenpartei oder die AfD, sondern diese EU-Staatsanwaltschaft, was wollen sie denn wirklich? Ja, und das stelle ich jetzt einfach mal ganz recht, dass nicht nur der Sachverhalt an sich aufgeklärt werden sollte, weil der ist bereits vollkommen offen. Das hat ja auch niemand von uns beschritten, daran beteiligt gewesen zu sein, sondern es geht einfach um Aufklärung, die Strukturen der Jungen Alternative Bayern wahrscheinlich auszutauschen. Das ist meine Interpretation des Menschen. Und das ist natürlich ein immenser Schaden. Ja. Und können Sie denn die Geräte jetzt dann noch guten Gewissens benutzen? Normalerweise darf da ja jetzt
rechtlich sicherlich nichts manipuliert sein, dass da irgendwelche Abhörmechanismen, sei es technischer Vorrichtung oder Trojaner installiert worden sind. Haben Sie denn da noch Vertrauen oder gesagt, wir besorgen uns grundsätzlich neues Zeug? Das sind ja dann auch wieder Kosten, die da entstehen. Ja, ich mache mir da keinerlei Illusionen. Ich gehe einfach davon ab, dass Oppositionsparteien prinzipiell überwacht werden in jeder Hinsicht. Also von daher, wenn sie das wirklich wollen, dann brauchen sie die Geräte gar nicht vor Ort. Das neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz macht das auch rechtlich möglich. Es dürfen ja auch Daten auf den Handys verändert werden. Das ist ja rechtlich mittlerweile vollkommen legitim. Moralisch natürlich eine ganz andere Frage, aber es darf auf Datenträger zugegriffen werden, es dürfen die Daten dort verändert werden. Also da mache ich mir keine Illusion, das geht jetzt viel mehr um die Chatverläufe, um die Struktur einfach unserer Organisation. Aber alles Weitere können Sie natürlich ohne Probleme an der Knoten von Frankfurt abschöpfen. Das ist ja für die Heimdienste und Ermittlungsbehörden nicht das Problem. Da bin ich vollkommen illusionslos. Und was macht das so persönlich mit einem, wenn dann zu Hause geklingelt wird und da stehen dann nicht ein paar Einbrecher da, sondern eben die Vertreter der Staatsmacht und fangen dann an, ja, dort die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Sie haben auch Familie? Ja. Richtig, also ja, ich habe jetzt drei Kinder, drei Söhne, die fanden das Ganze natürlich, die Politik, denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf, die haben einfach nur das Ganze aufgetragen. Und die waren auch nicht wirklich erfolgreich. Das kann man ja so zwischenmenschlich relativ gut erfassen und die hatten sicherlich auch Besseres zu tun, als in der Früh kurz vor sechs vor meiner Haustür zu stehen. Die haben auch große Rücksicht genommen auf meine Kinder, müssen wir schon mal sagen, den ganzen Tag nochmal im Nachgang. Aber ich habe natürlich ein Stück weit Vertrauen in die Institution Justiz zerstört. Das ist einfach deswegen, weil zwei Tage später CSU-Kandidaten ebenfalls mit Kreide ihren Namen vor Wahllokale angebracht haben. Da warte ich bis heute noch auf die Hausdurchsuchung. Also da wird schon mit zweierlei Maß gemessen. Und ja, das hat ein Stück weit schon Vertrauen gekostet. Doch. Ja, und ich sehe mich eigentlich schon als Vertreter eines Rechtsstaats, als Politiker, der diesen einfordert und dann ja, mit diesen Machenschaften der CSU da konfrontiert zu sein, das ist heftig, doch. Wird die ganze Affäre Ihrer Einschätzung nach denn noch ein Nachspiel haben oder wird man das jetzt wieder so im Sande verlaufen lassen, dass das Ganze da ein bisschen unverhältnismäßig gewesen ist? Ich denke, dass die CDU jetzt alles dafür tun wird, nach der gewonnenen Landtagswahl das Ganze unter den Teppich zu kehren. Ich hoffe, auch unsere Abgeordneten der AfD, die das natürlich dann durch Anfragen aufklären können, wie es denn überhaupt dazu kam. Und auf welcher Grundlage denn die Staatsanwaltschaft hier so gegen uns vorgegangen ist. Und vor allem, wieso die Staatsanwaltschaft bei gleichgelagerten Fällen nicht ebenfalls einschreitet. Es würde mich sehr interessieren, dass ich denke, da habe ich volles Vertrauen in unsere Parteivertreter im Landtag, dass wir das aufklären werden. Ja, ich denke, sie werden alles tun, um diese Affäre unter den Teppich zu kehren, aber das werden wir wahrscheinlich nicht zulassen. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, muss man ganz klar sagen. Wir haben deswegen auch ein Spendenkonto auf unserer Facebook-Seite von unseren eigenen Bayern, weil wir werden definitiv gegen vorgehen. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei. Vielleicht noch kurz ein paar Sätze. Heute haben wir Montag, der Merkel-Montag. Frau Merkel hat ihren teilweise Rückzug angekündigt. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen? Ja, wie gesagt, ich arbeite ja von Abgeordneten und schwerste, was ich gelernt habe, ist, Merkel ist nicht das Problem. Merkel ist ein Symptom für ein Problem. Und dadurch, dass die Frau weg ist, ist das System ja noch nicht verändert. Ob man jetzt da einen Herrn Merz oder eine Annegret Kramp-Karrenbauer hindert, das ist vollkommen bedeutungslos. Wir sind im Endeffekt auch bloß gefangen in diesem System und es wird leider so richtig laufen für unser Land. Und da muss wirklich ein System geschehen. Das heißt, für Sie und Ihre Kollegen und Ihre Partei ist bundesweit und auf Länderebene noch jede Menge zu tun, um halt die politisch formulierten Ziele zu erreichen. Zurück zur Rechtsstaatlichkeit, zurück zur Grenzsicherung, die zwei großen Themen, die im Moment die Hauptwählerschaft, denke ich, bewegt, auch außerhalb der AfD natürlich, Riesenthema überall.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Viel Erfolg bei Ihren Bemühungen, gegen diese Angriffe vorzugehen, und viel Erfolg für Ihre Weiterbildung.